hier, das hier. Da kann man jetzt hier auf Englisch lesen, wenn man möchte. Aber uns geht ja mit das hier an hier, ne? So, 20 Punkte. Symptome. Durchdringt die Blut-Hirn-Barriere, um Zugriff auf das Gehirn des Wirts zu halten. Verursacht Dystonie und kontrolliertes Blinzeln. Ja, das ist die Krankheit. Und hier kann man noch hier... Manche Körperteile greifen, während andere ziehen, schieben. Ermöglicht schnelle Fortbewegung außerhalb von Werten. Erhöht Ansteckungsgefahr. Der Neuraxwurm legt Eier, die zu 1000 über das Gehirn des Wirts abgegeben werden. Erhöht Ansteckungsgefahr. Würmer können genetisches Material im Körper des Wirts austauschen. Erhöhte Mutationschancen. Abgeben werden, erhöhte Ansteckungsgefahr. Natürlich, Eier im Gehirn, das ist doch schön, ne? Ja, das kann man hier aussuchen noch weiter. Eier brüten bei steigender Wärmeentwicklung, verursacht durch menschliche Aktivität in deren Nähe, Ansteckungsgefahr deutlich erhöht. Wurmeier setzen sich an Härchen von Ratten fest. Dies erhöht ihre Ansteckungsgefahr vor allem in urbanen Gebieten. Würmer werden zu Nahrungsquellen für Vögel, aber für viele Überleben im Verdauungstrakt ermöglichen erhöhte Ansteckungsgefahr. Wurmeier setzen sich an Insekten fest, verursacht erhöht Ansteckungsgefahr vor allem in heißen Klimazonen. Wenn man kein genetisches Material im Körper des Wirts austauschen, erhöhte Mutationschancen. Nee. Eierbrüten steigende Wärmeentwicklung verursacht durch menschliche Aktivität. Das hört sich gut an. Ja. Hat Hunderte in Indien infiziert. Was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickelt dann Krankheit weiter. Man muss möglichst lange unentdeckt bleiben, damit die Menschen mich nicht finden. Und wenn sie mich finden, dann können sie mich ausrotten. Aber das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen sie alle vernichten. 620 Infizierte schon. Na, komm schon. 1000 Leute schon. Über 1000. 1600. 2000 Infizierte. Jetzt geht's ganz schön rasend hier, ne? Hat Tausende in Indien infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. Na komm, los. Lymph erreicht China. China wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatzen die rote Blase für Bonus-DNS. Der Neuraxwurm. Kontakt mit Rhinorhizin meiden. Kein Gegenmittel. Da muss ich noch ein paar Nachrichten. Betosol lässt NAZG-Rätsel. Rostige Hake zur tödlichen Waffe erklärt. Rätselhafte Weltraumschrott entdeckt. Griechenland erwägt Austritt aus Eurozone. Große Umwälzung in chinesische Regierung. Ja, das sind so Fantasiedinger. Ja, Griechenland ist noch in der Eurozone, aber könnte natürlich sein, dass es irgendwann passiert, das weiß man nicht. Na komm schon, geh schneller hier. So, nehmen wir noch hier Ratten dazu, Nagetiere. Dass da die Eier mitgeschleppt werden, damit sie noch weit schneller ausbreitet, die Seuche. Ah, hier auch schon Vietnam erreicht. Südostasien. Vietnam, Siam und die ganzen Länder da unten. Eine Million, 300.000 und hier jetzt 28 Leute. Am meisten ist natürlich Indien, weil es auch gestartet ist, die Krankheit da, ne? Na, kommt schon. Viren.
Ja, rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Platze sie. Ja, habe ich schon gelesen. Oh, jetzt sind wir hier schon. Ansteckender als Tuberkulose. Hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. Zentralasien. Infiziert weitere Länder. Steuere die Ausbreitung, indem du Übertragungsmerkmale im Krankheitsmenü weiterentwickelst. Habe ich gerade gemacht mit Ratten. Mit Nagetieren. Na komm schon. Ansteckender als HIV. Hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Eine extrem ansteckende Krankheit. Ja, schon mehr als HIV, mehr Infizierte. 42 Tote, aber durch das Unwetter, was da war. Das kam nicht durch mich. Oh, das erste Flugzeug nach... Oh. London, also England ist infiziert. Und es geht weiter nach Spanien und hier Südafrika. Ha, oh, hier Kongo, was da war. Südafrika. Ja, es wird auch über die Schiffe und Flugzeuge verbreitet.